Okay, my ladies and gentlemen, we have Jeff Saibene, the manager of FC St. Gallen, if you'd like to ask your questions. Jeff, do you feel very disappointed to lose, given the first half you had? Ja. Ich denke, wir hätten Minimum einen Punkt verdient gehabt. Wir haben einige klare Torchancen, vor allem erste Halbzeit, wo wir nicht machen. Wir haben auch wenig zugelassen von Swansea. Unterm Strich, denke ich, eine sehr bittere Niederlage. Wir hätten uns Minimum einen Punkt verdient. I think that we deserved a point. We had some very clear chances and we kept Swansea at bay in the first half. So it's a very bitter defeat, yes. Sind Sie enttäuscht von dem Elfmeter, wie er genommen wurde? Wie er geschossen wurde. Ja gut, aber wir sind es gewohnt, Penalties zu verschießen. Ich glaube, es ist der fünfte in zwei Jahren. Das kann mich nicht mehr wundern. Well, we're actually used to that, because I think this is the fifth penalty that we've missed in two years. So, there's no big wonder. All by the same player? No, it's first time this player. Sieht nach Gehirnerschütterung aus. Er weiß nicht mehr alles ganz genau, was passiert ist. Also es sieht wirklich nach Gehirnerschütterung aus, ja. Okay, what's the news about Karanovic? It looks like he's really seriously injured his head. And it does look quite serious. How do you see the group now? The positions in the group, if he might qualify? Wie sehen Sie die Gruppe jetzt? Wer wird sich qualifizieren? Ich mache mir ehrlich gesagt keine Gedanken über das Klassement. Wir gehen Spiel zu Spiel, probieren immer Top-Leistungen zu bringen und nachher sehen wir dann, was dabei rauskommt, ohne jetzt Ziele zu fixieren, erster, zweiter, dritter Platz. Ich finde das unnötig. Wichtig ist, gute Leistungen zu bringen und dann kommen die Resultate von alleine. Okay. I'm not really looking at the way that the league standings are right now. We're going to be taking it game by games. We haven't got any fixed goals that we're aspiring to. And we've just got to give a really good performance every game. That's what we've got to concentrate on. Jeff, will Karanovic have to go to hospital tonight? I don't know. Keine Ahnung. I don't know. Can you elaborate a little bit on how serious the injury is? Können Sie da ein bisschen das arbeiten? Ja, das heißt, wie sagt man, also Gehirnerschütterung, aber wie schlimm das ist, das müssen wir abwarten. Aber er hat eine Gehirnerschütterung, hat unser Arzt gesagt. Ja, he really got, das kann man nicht so wortwörtlich übersetzen. He got a real knock on the head, so it is quite serious, but the doctor's got to look at it and see, that's all I can say for now. Das kann man nicht wortwörtlich. Also, okay. Wie bitte? Okay, but we can add that he forgot that he actually missed a penalty. Vielleicht wollte er es auch nicht mehr wissen. Yeah. Maybe he didn't want to know it. Who told him? Wer hat's ihm gesagt? Lieber keiner bis jetzt. I prefer that no one told him up to now. Is he still being treated at the moment? Ist er jetzt immer noch da? Ist er, ja, ist er. Gut behandelt, ja? Ja. Yes, he is. Thank you.